Leute, wir schauen uns gemeinsam den RoboCop Gameplay Trailer an. Das ist das gute Stück. Hier geht er schon direkt los. Ich werde natürlich hier und da immer mal wieder Pause drücken, werde meine Meinung dazu sagen. Wir sind live auf Twitch. Wenn ihr mitdiskutieren wollt zu aktuellen Trailern und irgendwelchen anderen Games, dann kommt doch mal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin gespannt, denn RoboCop ist ein Franchise, mit dem ich groß geworden bin. Und für das empfinde ich sehr viel Liebe und Sympathie. Und ich habe gehört, Peter Weller, der Original-RoboCop-Darsteller, der gibt hier sein Gesicht her und seine Stimme. New crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Disturbance? I'm a big fan. Now move! Also grafisch sieht man schon mal, es ist jetzt nicht so das dicke Ding, ne? Es ist jetzt nicht so eine Wahnsinns-Grafikbombe. Sie hauen zwar so ein paar schöne Effekte drauf, man macht wahrscheinlich Raytracing mit rein, damit alles so ein bisschen shiny ist, glossy, überall glänzt es und funkelt es, aber man sieht dem Spiel an, ey, das ist kein Big-Budget-Game, keine große Produktion, sondern eher so ein Double-A-Game. Und Milch-Freezy, der haut erstmal ein paar Subs raus, die super lecker schmecken. Dankeschön, Milch-Freezy. Aber RoboCop, das Design, top. Sieht richtig gut aus. Auch schön original RoboCop, nicht irgendwie modernisiert oder sonst was. Finde ich sehr gut. Can you fly? Kabams. Auch richtig viel Action hier im Trailer. Viele Leute rennen hier rum, auch wenn ich jetzt schon zweimal denselben Skin sehe. Hier der rote Iro rennt einmal da an der Seite und dann einmal in der Mitte. Und der Stachelbirn-Dude, den haben wir eben gerade auch gesehen am Fenster. Ich hoffe nicht, dass wir zu viele Klone haben. Das nimmt immer so ein bisschen das Feeling und die Atmosphäre raus, finde ich. Was wird das für ein Gameplay? Wird das so ein klassischer Shooter, dass man halt wirklich sagt, okay, die Gegner kommen, ihr shootet sie weg? Wird das ein Deckungsshooter mit Deckungselementen? RoboCop lehnt sich an, schießt aus der Deckung raus. Oder wird das vielleicht sogar so eine Art Taktik-Shooter? Weil es hat so ein bisschen was, als wären die Gegner halt wirklich fix positioniert und man müsste wirklich Waffen und Gadgets und das Inventar, was so eben alles zur Verfügung steht, einsetzen. Weil hier kickt er jetzt gerade so einen Müllcontainer auf den Punk. Oh ja, er schleudert ihn auch durch die Luft. Es gibt also auch irgendwelche Finisher und so. Wir sind hier in so einer alten Industrieanlage. Sieht eigentlich ganz cool aus. Auch anscheinend ziemlich blutig. Eben gerade Kopf weggeschossen. Ich meine, die RoboCop-Filme finde ich auch so faszinierend. Im Endeffekt wurde das ein Franchise, wo Kinder wahnsinnig drauf abgegangen sind damals, aber die Filme sind ultra brutal und sind sogar, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber sie waren sehr lange hier in Deutschland auf dem Index und durften ungeschnitten gar nicht gezeigt werden. Obwohl RoboCop an sich so eine Spielzeugmarke geworden ist. Also die Kids, besonders im jungen Alter, so ab 7 Jahren würde ich mal behaupten, die standen mega auf diese ganze RoboCop-Kiste, Figuren, Actionfiguren, Fahrzeuge, was es da alles gab für Kids, obwohl die Thematik darin bitter ernst ist und die Filme auch extrem brutal. Oh, es gibt sogar Prostituierte. Top. Auch hier hat man es eben gerade nochmal schön gesehen. Ich spule nochmal ganz kurz zurück. Das will ich mir nochmal angucken. Ja, hier sieht man den Dude, auch wieder so eine Stachelmatte und bam! Also anscheinend wird an Gewalt schon mal nicht gegeizt. Finde ich gut. Ah, hier auch wieder so eine schnelle Schussabfolge. Ob das ein Taktik-Shooter wird, man weiß es ja noch nicht so genau. Es ist noch nicht so viel bekannt. Das ist das erste Gameplay, was man veröffentlicht hat. Die Gegner wirken nur immer so ein bisschen statisch, ne? Man sieht sie immer halt so rumstehen und drauf losshooten. Auch so die Gesichter. Man sieht einfach, ey, das ist so vom Level her wie das Terminator-Game, ne? Wir hatten ja dieses Terminator-Game, wie hieß es denn nochmal? Ihr da draußen wisst es. Was ich auch Let's Played habe, was ich auch eigentlich ganz cool fand. Das war jetzt nicht das beste Spiel der Welt, aber es war so eine solide 7 von 10 Resistance. Genau, Terminator Resistance. Es war so eine solide 7 von 10 und
ich mag solche Spiele. Warum nicht? Nicht alle Spiele müssen ja gigantisch große Blockbuster werden, die immer irgendwelche Meisterwerke sind. Reicht ja auch, wenn man sagt, ey, ich habe mich 6-7 Stunden gut unterhalten gefühlt. All the money. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just... Geiler Satz, ne? Ich würde dem Typen meine Kinder anvertrauen, wenn ich welche hätte. Ja, das kann man natürlich immer easy von der Lippe lassen, wenn man keine Kinder hat. Würdet ihr Robocop eure Kinder anvertrauen? Just an isolated glitch. Okay, er sagt, das war ein isolated glitch. Bedeutet das, Robocop, sein Ruf ist irgendwie auf der Kante, weil er wohl was Böses getan hat? Oder er wird so dargestellt, als hätte er was Böses gemacht? Oder er wurde gehackt? Also, das wirkt so ein bisschen, als wäre Robocop so der Underdog, dem die Stadt nicht mehr vertraut und er muss seinen Ruf wieder reinwaschen. Und hier sehen wir Peter Weller. Die meisten da draußen werden ihn gar nicht kennen. Der Mann macht auch heutzutage nicht mehr wirklich viel. Der wird auch schon so in den 70ern sein. Und der war früher schon ein recht großer, erfolgreicher Schauspieler, besonders im Sci-Fi-Horror-Bereich. Er hat auch Naked Lunch gemacht. Und er ist eben der Original-Robocop. Und er gibt hier sein Gesicht her und auch seine Stimme, was ich mega geil finde. You are coming with me. Geil. Also das Gesicht hier, das Gesicht, grafisch. Top. Das sieht richtig gut aus. Die anderen Gesichter leider nicht so. Und hier haben wir schon Datum. June 2023. Also nächstes Jahr Robocop Rogue City. Robocop, finde ich, hat immer noch ein cooles Design. Obwohl ich ein bisschen eher so der Judge Dredd-Fan bin. Denn die Comics sind ziemlich geil und der ist halt noch ein krasserer Hardliner. Ja, kommt für die PlayStation 5, aber ich glaube auch für PC und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nur hier gerade auf dem Sony-Kanal. Die machen natürlich keine Werbung für andere Plattformen, aber ich glaube nicht, dass es PlayStation-exklusiv ist und es ist von Nacon. Und Nacon, die bringen jetzt in nächster Zeit einige AA-Games raus. Die haben auch noch ein Terminator-Spiel auf der Pfanne, dafür gab es auch schon erster Teaser. Das Terminator-Spiel hat auch noch nicht so wirklich einen festen Namen. Es heißt im Moment Terminator Survival. Aber wie gesagt, das ist noch nicht fix, sondern das ist jetzt erstmal der Arbeitstitel. Aber die haben eben diese Lizenzen für Robocop, für Terminator, was ja eigentlich richtig fette Lizenzen sind. Und dementsprechend bin ich da schon gespannt, was sie draus zaubern werden. Weil ich als Mensch, der die 80er liebt, der wird hier richtig bedient. Also ich würde mich freuen, wenn diese extrem geilen IPs gute Spiele bekommen. Ich verstehe bis heute nicht, warum es nicht tonnenweise geile Alien-Games gibt, sondern wenn sie ein Alien-Spiel machen, dass es immer so eine Gurke wird. Ich verstehe es nicht. Alien schreibt sich doch von selbst. Ja, man hat es ja in Alien Isolation gesehen. Aber leider war Alien Isolation kommerziell auch kein Erfolg. Man meint immer, das wäre erfolgreich, aber es war nicht erfolgreich. Leider. Ich finde nur, das Gunplay sieht halt sehr, sehr träge aus. Ne? Das Gunplay sieht halt wirklich leider sehr, sehr träge aus. Jetzt, wo ich es mir nochmal so am Stück angucke, bin ich gespannt, ob das was wird. This was just an isolated glitch. Ja. You are coming with me. So, das war's. Also ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Robocop war schon immer träge, schreibt hier jemand im Chat. Ja, das stimmt, natürlich ist Robocop so ein bisschen langsam und träge gewesen, die unaufhaltbare Killermaschine. Aber in einem Videospiel, es sieht halt jetzt sehr, sehr träge aus und ob das dann Spaß macht, ist halt so immer die andere Sache. Also vom Gameplay her bin ich mal gespannt, wie sie es umsetzen werden. Aber ich finde die Optik in Ordnung. Ich finde Robocop sieht super aus. Ich freue mich auf Peter Weller. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es definitiv spielen.
ich mag solche Spiele. Das Terminator-Spiel hat mir gefallen und ich denke, mit Robocop könnte ich auch was anfangen. Gut, wenn ihr mehr sehen wollt, Trailer, auf die ich reagieren soll, meine Meinung zu sagen soll, könnt ihr die gerne mal hier in den Chat posten auf Twitch. Dann gucken wir uns gemeinsam was an. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.